Hallo zusammen und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres kleinen Video-Tutorials zur Nutzung unserer technischen Geräte im Bläser- und Streicherhaus. Heute möchte ich euch zeigen, wie die Mikrofone aufgebaut werden und dann an unseren Rechner angeschlossen werden. Dazu haben wir folgendes Equipment, das wir benötigen. Das sind zum einen zwei Mikrofonkabel. Das ist der Mikrofonständer. Und das ist dieser schwarze Koffer mit den darin enthaltenen technischen Gerätschaften. Ich zeige das mal so, so sieht das aus. Ihr findet diesen Koffer in den Schränken im Bläser- und Streicherhaus und an die Schränke kommt ihr ganz einfach mit eurer Karte. Im Koffer selbst sind folgende Teile. Einmal das Interface, das wir brauchen, um die Mikrofone mit dem Rechner zu verbinden. Dann ein USB-Kabel, eine Mikrofonschiene, zwei Mikrofonhalter und natürlich zwei Mikrofone. Diese ganzen Sachen bauen wir jetzt mal zusammen. So, das war jetzt erstmal der grundsätzliche Aufbau im Schnelldurchlauf. So, jetzt bauen wir die Teile mal zusammen. Dazu brauchen wir als erstes den schon bekannten Adapter. Verbinden den mit USB. Dann den Adapter, wie schon vorher, in den USB-C-Anschluss vom Rechner. Und die andere Seite der Leitung hier in den USB-Anschluss des Interfaces. So, ihr seht schon, jetzt tut sich schon was, es leuchtet, das Interface ist schon mit Strom versorgt. Als nächstes jetzt die Mikrofonkabel in das Interface einstecken. Dazu gibt es hier diese beiden Buchsen. Einmal, zweimal. Wichtig ist jetzt noch, dass wir diesen kleinen Knopf betätigen, falls er leuchten sollte. Hier, das muss aus sein und diese kleine Leuchte muss an sein. Des Weiteren können wir hier an den beiden Reglern das Eingangssignal der Mikrofone regeln. Hier können wir noch einen Kopfhörer anschließen, Kopfhörerlautstärke regeln und hier eventuell das Output-Signal verstärken, wenn wir Lautsprecher oder ähnliches angeschlossen haben. Die Mikrofone sind nun also mit dem Rechner verbunden und wir können mit der Aufnahme starten. Dazu könnt ihr beispielsweise das integrierte Aufnahmeprogramm von Apple benutzen, GarageBand. Ich habe das hier schon geöffnet und dann erscheint dieses Fenster und wir starten mit einem neuen leeren Projekt. Dann erscheint dieses Fenster, wir wählen Mikrofon aus und klicken auf Erzeugen. Und dann kommt unsere Oberfläche. Wichtig ist noch, dass wir hier unten bei Eingang das richtige Mikrofon auswählen, nämlich Rubix 22. Das ist der Name von unserem Interface. Und dann können wir hier schon
auf Aufnahme klicken und dann sollte es eigentlich laufen. Ja, hier sieht man schon kleine Ausschläge, das Mikrofon nimmt meine Stimme schon auf und so funktioniert es. Wenn man jetzt nicht aufnehmen möchte, sondern die Mikrofone nutzen möchte, um besonders gute Zoom-Übertragung zu gewährleisten, dann gehen wir wie folgt vor. Nun habe ich meine Zoom-App geöffnet, gehe hier ins Menü, auf Einstellungen, dann hier weiter auf Audio. Und jetzt muss ich hier noch einige Einstellungen vornehmen. Hier sieht man, im Moment sind noch die Mikrofone des MacBooks eingestellt. Da kann ich dieses Menü aufklappen und sehe dann hier auch wieder Rubix 22. Klicke das an. Und jetzt müssten schon alle Tonsignale über die Mikros übertragen werden. Ihr solltet noch darauf achten, dass hier unter der Rubrik Speaker nicht Rubix eingestellt ist, sondern Systemeinstellung bzw. MacBook Air Lautsprecher. Ich empfehle Systemeinstellung, weil ihr ja, wie letztes Mal beschrieben, die Zoom-Sitzung höchstwahrscheinlich über euren Monitor abhalten werdet. So, das war es eigentlich auch schon. Das hört sich vielleicht etwas komplizierter an, als es tatsächlich in Wirklichkeit dann ist. Die Anschlüsse sind wirklich easy herzustellen und auch der Umgang mit GarageBand lässt sich relativ schnell erlernen. Ich wünsche euch erstmal allen viel Spaß dabei und viel Erfolg.